Einen wunderschönen guten Tag da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kino to go, natürlich nur hier bei Fred Carpet. Heute geht es bei uns um wandelnde Tote, eine VHS-Kassette im Bauch eines Wildschweins und den für mich besten deutschen Film des Jahres, wenn nicht sogar der letzten Jahre. Viel Spaß! What's your name? Victor, ja. Mein Sohn, nice to meet you. That's Boxer. And that's Blinker. You're a Berlin guy, then. I show you our world. Are you Steven? You touch my ass. Say sorry. Also, with a heart. Sorry. Und damit sind wir auch schon direkt bei unserem ersten und für mich auch wichtigsten Tipp, der da wäre: Diese Woche kommt endlich Victoria auf DVD und Blu-ray raus. Ihr habt vielleicht schon davon gehört, das ist dieser Streifen, der in einer einzigen Einstellung gedreht wurde, 140 Minuten einer Berliner Nacht ohne Schnitt. Unter anderem wurde auch in diesem Hotel, in dem ich mich gerade befinde, gedreht, und zwar dem West End Grand an der Friedrichstraße. In Szene gesetzt wurde das Ganze von Sebastian Schipper, dem Regisseur von unter anderem Absolute Giganten. I have to do Boxer a favor. It's something bad to do. Und das ist die Story. Es geht um eine junge Spanierin, die vor einem Club vier Jungs kennenlernt. Obwohl sie eigentlich lieber nach Hause möchte, lässt sie sich noch einmal dazu überreden, ein wenig um die Häuser zu ziehen. Doch das, was als zarter Flirt beginnt, endet für sie in einem wahren Albtraum. Denn eine alte Rechnung muss beglichen werden und plötzlich ist sie Fluchtwagenfahrerin. Nobody talks in Germany in the elevator. It's forbidden. Regeln brechen. Das hätte auch sehr gerne mal die Oscar Academy tun können. Denn obwohl Victoria 6 Lolas gewonnen hat, einen silbernen Bären bei der Berlinale und 3-mal für den Europäischen Filmpreis nominiert wurde, durfte er nicht zugelassen werden für den Auslands-Oscar als deutscher Beitrag. Und der Grund, total hanebüchen, aber war: Zu viel Englisch wird in dem Film geredet, denn der Film besteht zu 49% aus englischen Dialogen, aber die Academy sagt, es sind nur 40% erlaubt. Das versteht mal einer. Wenn es nicht so traurig wäre, dann müsste man fast darüber lachen. Was ist das für eine Scheiße? Sie spricht kein Deutsch? Egal. Victoria ist trotzdem ein fantastischer und vor allen Dingen sehenswerter Film. Echt rau und nah dran. Erreicht dich mit, er regt dich auf und raubt dir die Luft und spuckt dich am Ende aus wie ein Kaugummi nach einer durchzechten und durchtanzten und durchschwitzten Clubnacht. Ein Film, der dich im wahrsten Sinne des Wortes, ich kann es euch nur sagen, auslaugt. Ein Kraftakt und kein Film, den man direkt ein zweites Mal sehen will, aber den man auf jeden Fall gesehen haben muss. Eben weil er technisch wie darstellerisch einfach eine absolute Wucht ist. Echtzeitkino in Vollendung. Meine Rankstags: One Take, Frederick Lau, Laia Costa, Echtzeit-Thrill und Berlin. Kennt ihr eigentlich noch Mr. Oizo? Der hat mal im Auftrag einer Jeansmarke einen fusseligen gelben Typen namens Flat Eric ins Leben gerufen. Der hier. Mr. Oizo heißt im wahren Leben eigentlich Quentin Dupieux und dreht schon seit geraumer Zeit völlig abgedrehte, durchgeknallte und sehr, sehr schräge Filme. Wie zum Beispiel Rubber, in dem ein Autoreifen Köpfe zum Platzen bringt. Sein neuester Streifen heißt nun Reality und der pfeift mal wieder auf alle möglichen Konventionen. Es geht um ein Mädchen, das eine VHS-Kassette im Magen eines Wildschweins findet. Okay, ein TV-Koch mit Phantomjuckreiz und einem Kameramann, der einen Film drehen will. Der Film spielt in der Gegenwart. Heutzutage und hier. Man weiß eigentlich nicht warum, aber von heute auf morgen werden die Fernsehapparate bösartig. Überall auf der Welt, ja. Das heißt, die Fernseher senden starke Wellen, die die Leute innerlich verbrennen. Das gefällt mir. Sehr schön. Das finde ich auch, eben weil Reality scheinbar so völlig sinnlos wirkt, aber dabei so clever wie auch witzig ist. Wer will, sieht darin eine Satire auf das Filmemachen oder auch ordnet das Ganze dem Horrorgenre zu. Oder man kann es auch als Gleichnis zum Thema
Träumen verstanden wissen. Oder man sagt eben, es ist alles auf einmal. Für den einen ist das vielleicht komplett unerträglich, für den anderen ist es Gehirnwäsche mit einer Grinsegarantie. Für mich auf jeden Fall einfach typisch Dupieux und deswegen auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Meine Ranks-Tags, Quentin Dupieux, Mindfuck, Horrorsatire, kompromisslos und Scheiß auf Kubrick. Bei meinem Serientipp der Woche herrscht absolute und sehr akute Spoilergefahr und deshalb versuche ich mich so kurz und knapp wie möglich zu halten. In dieser Woche erscheint nämlich die 5. Staffel von The Walking Dead auf dem Markt. Und ich gebe zu, ich war zwischenzeitlich nicht mehr allzu sehr von dieser Serie angetan, aber mit der 4. Staffel ging es ja auch wieder bergauf. Und nachdem diese unsägliche Governor-Story endlich vorbei war, hat mich vor allen Dingen auch Staffel 5 endlich wieder abgeholt. Menschen sind meine Familie. Und wenn das ihnen irgendwie schadet, töte ich sie. Nur grob zur Handlung. Die 5. Staffel beinhaltet quasi die Folgen für die Gruppe um Rick, Glenn und Co., nachdem sie im angeblichen Zufluchtsort Terminus angekommen sind. Und was mir dabei am meisten gefallen hat, ist vor allen Dingen die Wandlung, die das komplette Kollektiv vollzieht. Denn im weiteren Verlauf der Staffel müssen sie nicht wie sonst nur den Gefahren ihrer Welt entgegentreten, sondern werden erstmals selbst als Bedrohung eingestuft. Ganz gleich, was irgendwer sagt. Ganz gleich, was du denkst. Wo sind unsere Leute? Du bist nicht sicher. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass viele von euch auch die 5. Staffel von The Walking Dead durchsuchten werden. Aber warum auch nicht? Was die Gewalt- und Ekeleffekte angeht von The Walking Dead, bewegt sich das Ganze immer noch auf dem höchsten Level, was eine TV-Produktion zu bieten hat. Dazu ist Andrew Lincoln als Gruppenleader Rick immer noch für mich eine absolute Bank. Und obendrauf kommt die Staffel dann auch auf Blu-ray und DVD mit jeder Menge Extras der hier. Vom Making-of bis hin zu einzelnen Character-Featurettes ist alles dabei, was das Gemetzelherz braucht. Und meine Ranks-Tags in diesem Fall sind Serie, Zombies, Apokalypse, Terminus und natürlich Menschenfleisch.